Hey Leute, willkommen zurück zu Max Play 7 Kingdoms Ancient Adversaries. Wir sind heute in der 31. Episode, das heißt, wir spielen die 31. Mission Tread Carefully. Ja, in dem Szenario sind wir das Schwächste von drei Königreichen und müssen uns jetzt ganz vorsichtig rantasten und am Ende sogar gewinnen, indem wir alle in dem Fall nur zwei anderen Königreiche besiegen. Dread heißt schreiten, also wir sollen vorsichtig voranschreiten, dass sie uns halt nicht killen. Ja, Schwierigkeit 8 ist wahrscheinlich nicht ohne Grund. Schauen wir uns das mal an. Wir haben wenigstens ein 60er Dorf und ich habe mir die Karte kurz vorher nochmal ganz, ganz kurz angeguckt und mal mir die Dörfer anguckt. Da haben wir hier ein ziemlich gutes Dorf und hier. Wir haben also zwei ziemlich volle, könnte man sagen, Wikinger-Dörfer, das ist sehr gut. Wir haben auch Leute hier da, die teilweise schon, von denen einer auch schon 43 Führungskraft hat. Den werden wir auch direkt ausnutzen, um dort eine Festung zu bauen. Mal gucken, was da so geht. Ansonsten machen wir hier zwei Konstruktionsleute und ab 60 bitte die hier. Steuern ab 50 und bringen vielleicht zuallererst hier einen Leadership-Typen rein, dass wir hier den König austauschen können. Jetzt wird natürlich die Loyalität der anderen Leute ganz schön leiden, ja, das sieht man gleich. Die können vielleicht mit dem König dann mitgehen. Hier bauen wir direkt einen Hafen. Du baust mal ein Inn. Okay, kann er. Wir sind also ziemlich befreundet. Das finde ich gut. Das ist eine ganz gute Voraussetzung. Jetzt ist die Frage, wie wir das machen mit denen. Die werden mit relativ zeitnah verschiffen hier rüber, um dort eine Siedlung zu gründen. Nein. Krieg möchte ich nicht erklären. Beiden Allianz, das gefällt mir gut. Anna geht es da runter, weil wir da sicher was bauen müssen, damit wir die zufriedenstellen. Und du wartest hier darauf, dass dieses Schiff fertig ist. Geh, Griechen. Greek. Das geht auf 0 runter, das ist super. Geht immerhin auf 41 runter. Ja. 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 Ready, ready. Ready, ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ready, ready. Ja. Jawohl. Wo ist unser Bautype hier? Das beschleunigen wir, indem wir hier anfangen zu forschen. Ansonsten müssten wir gucken, ob wir eventuell noch ganz nette Leute irgendwie aus dem Inn oder so rausholen. Das ist cool. Also, dass die mir zwei solche Dörfer hier natürlich am Start haben. Wenn wir jetzt noch einen Maya-Typen kriegen würden, das würde uns also in mehrerer Hinsicht was bringen. Mensch, du sollst hier eine Mine bauen. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. 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 Eine Mine bauen. Jawohl. Ihr lasst euch hier mal nieder. Jawohl. Ready, ready. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Wir brauchen auch einen Leadership-Typen, der dann dort einen Anführer spielt. Uff. Uff. Das ist ja geil.
Ready, ready, ja. Jawohl. Ja. Direkt abgehauen. Ja. Das Schwein. Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl. Beruhigen. Wir müssen hier erstmal so einigermaßen klarkommen. Heizen schon? Cool. Cool, cool. Building complete. Ja. Okidoki. Einen Marktplatz dahin. Ja. Ja. Du warst natürlich eine Festung. Jawohl. Eine Ladung haben wir noch. Eine Ladung, Leute. Ja. Tauschen wir hier mal. Meine Güte, was mach ich jetzt mit dir? Du wirst dann mit dort, So, was wollte ich jetzt noch in der Ladung rüberschieben? Und hier wollte ich Dörfer aufteilen. Ist ja schon wieder einiges los hier. Wie viel? Man hat noch relativ wenig, ist klar. Die sind gleich ausgetauscht. Okay, damit haben wir nochmal eine volle Schiffsladung an Leuten dann drüben, das ist okay. Das sollte jetzt dann auf Null sinken. Dank dieser Leute, okay, meinetwegen. Ein 91er Leadership ist natürlich auch eine Bank, ne? Schicken wir dich mal lieber zu dem. Zu wenig. Das sinkt jetzt auf Null. Sehr gut. Und dann könnten wir überlegen, mit wem wir hier zuerst Krieg anzetteln, dann früher oder später. Machen wir 9, dass wir einen zum König noch schicken. Bam. Ready, ja. Ja. Ready, ja. Fangen wir an, Leute zu trainieren, auch wenn das mit Leuten mit relativ niedrigen Kampfkräften immer ein bisschen schwer ist. Aber trotzdem. Brauchen wir eigentlich nur noch einen oder so coolen Typen. Also hier, das ist alleine schon übelst cool gewesen, dass wir den Kollegen Normannen da einfach bekommen haben. Das gefällt mir schon ziemlich. Der kriegt jetzt auch nochmal ein paar Leute zum Trainieren. Ansonsten bekämpfen sie sich hier fleißig, das gefällt mir.
hier noch einen zweiten Inmal hin. Nope. Also so schwer wird das hier nicht. Also wir müssen gucken, dass wir... wir könnten eigentlich auch auf Katapulte gehen. Das wäre, glaube ich, sogar klüger. Kurz umschwenken, bitte. Ich denke, das kriegen wir hier einfach zeitnah mit Katapulten hin. Da können wir gar nicht so einen riesen Firlefanz machen hier. Hier könnten wir versuchen. Die Leute für uns arbeiten zu lassen. In unsere Fabrik. Das wäre doch was. Das wäre doch mal was. Ah, da fangen sie schon an. Damit könnten wir nämlich nebenbei auch den Widerstand dort noch runterprügeln. 42 Leute hier, ja? Könnten wir hier vielleicht sogar... rot mag uns nicht mehr. Jetzt schon wieder. Sehr merkwürdig. Die sind... Hier sind auch gleich Leute dran. Gucken, dass man hier... Mal versuchen, vielleicht mit denen dann, weil das möchte er unbedingt haben. 90er Leadership. Schicken wir rüber. Die würden wir jetzt umsiedeln. Um da das zu machen, was wir wollen. Hier müsste das so ausreichen. Da muss auch nur noch einer rein. Griechen, haben wir Griechen? Jein, also es ist ein Dorf mit Griechen, das lohnt sich glaube ich nicht für den... Ich glaube, Mayas wären gut. Damit sollte nach und nach der Widerstand von denen runtergehen, ohne dass wir große Verluste dadurch haben. Das finde ich immer klasse. Also sobald das Katapult hier steht, oder das Katapult erforscht wurde, fangen wir an, direkt Dinger zu produzieren. Tun wir die Festung so wieder. Wir fangen jetzt lieber an, hier schon mal Fabriken zu bauen. So. Oh. Jetzt sind wir nämlich wieder bei 29. Das ist immer mit diesen Erdbeben so eine Sache. Das ist ein bisschen nervig. Aber okay. Das ist jetzt so, wie es ist. Ein bisschen hinterher bleiben, dass wir immer ein bisschen
sie uns jetzt nicht hassen. Das möchte ich nämlich nicht. Gut, damit haben wir die Fabrik übernommen. Hier sind wir fröhlich am Forschen. Und hier sind wir fröhlich am Produzieren. Also so schlecht ist die Ausgangslage noch nicht, also wenn man sich das so anguckt. Ich meine, immerhin mögen die uns alle. Das kann man ja nicht immer behaupten. Machen wir es mal anders. Oh, guten Tag. Cool, da ist noch ein Wikingerdorf einfach so gespawnt. Finde ich klasse. Die Widerstand sinkt hier auch unglaublich gut. Coole Sache. Die arbeiten noch jetzt auch langsam für uns. Cool. Kriegen wir nebenbei noch dieses Dorf hier. Einfach weil es nebenan ist. Sowas mag ich immer. Das wird eine riesige Produktionsstrecke hier. So, richtig. Solltest du auch mit hin? Ja, 42 und wir haben 5. Also müssten doch eigentlich alle... Okay, die wollen noch nicht so richtig arbeiten. Kann sich was schämen, wollen nicht arbeiten. Ja. Ja, well. ...52 durch 8 sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Läuft. Ja, arbeiten jetzt fast ausschließlich Leute von dort. Das könnten wir sogar noch... Ja, well. Den könnten wir noch rausnehmen. Mine hatte ich jetzt gedacht, lasse ich lieber. Oh. Ja. Nehme ich mal unsere Wikinger-Freunde raus. Jawohl. Sehr, sehr gut. Ja. Kann er gerne Tribut verlangen. Wird er bloß nicht kriegen. Jawohl. Hä? Noch unsere Handelsrouten und dann ist es eh vorbei. Ist die Frage, wie groß die Erdbebengefahr ist. Hoffentlich nicht allzu groß. Keiner gelitten so richtig, das heißt, ihr könnt jetzt hier auch zurückkommen. Was wir machen könnten, Leute in den seine Festung dann schicken zum Ausbilden. Miles, wie gesagt, wäre noch, dann hätten wir alles so gut geschafft. Hier sparen wir noch ein bisschen Geld, um das möglichst zu übernehmen, ohne bevor es tut hier. Düdüm, mein Freund. Klassisch düdüm. In die Festung.
Geil. Einfach nur geil. Und hier geht die Produktion los. Das könnten wir hier eigentlich jetzt auch machen. Okay, wir machen jetzt natürlich auch miese ein bisschen. Aber das sollte doch spätestens damit jetzt... okay, wir machen miese, weil ich denen zu viel Geld gegeben habe. Das ist auch der einzige Grund. Also gibt es hier keinen Grund, das so angucke. Bald ist hier auch die Forschung durch, da geben wir denen dann noch ein bisschen Geld, dass sie uns beitreten und dann ist Ruhe. Die sind auch bald bei uns. Ja, kümmern wir uns mal ein bisschen darum. Cool. 20er Leadership. Nehmen wir mal dich mit, ja? Den anderen, den lassen wir einfach mal an. So sein, wie er ist. So, mit dem Dorf sollte es dann auch finanziell dann absolut gegessen sein mit dem letzten hier. Ich weiß gar nicht mehr hin mit den Leuten, ne? Zeit, was wir mal einen Kampf anfangen. Fast. Gab es nicht auch irgendwo Japaner? Relativ viele. Und dem. Tja. Schade. Einmal falsch gemacht. Gut, hier auch weiter produzieren. Und dann können wir bald einen Krieg anfangen. Sollten wir auch, bevor wir eventuell noch irgendwann doch noch in Geldprobleme geraten. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber möglich ist alles. Ich meine, die bekämpfen sich schön. Jetzt können wir mal gucken. Military Ranking ist rot gerade am schwächsten. Können wir natürlich auf den Schwachen noch drauf, beziehungsweise wir könnten, denke ich, auch mit allen gleichzeitig den Krieg anzetteln und es würde uns nicht umbringen. Schon allein sehe, wie viele Katapulte da schon wieder rumstehen. Zuerst anfangen. Ist mir eigentlich egal. Ich würde jetzt hier noch anfangen oder fertig diese Produktionskette aufbauen. Und wenn die steht, dann kann man sich das nochmal überlegen. So, hier müssten wir dann die Leute wieder ein bisschen aufteilen sozusagen. Kann ich irgendwie die Festung klüger bauen? Dass ich auch das Trophäe hinten mit der Festung erreiche, sozusagen, ne? Ja, das ist doch mal eine schöne Mission wieder. Ein bisschen erholsamer. Tja, für dich haben wir leider keine Verwendung. Doch. Nicht aufgepasst. Natürlich hätten wir für dich Verwendung gehabt. Ja gut. Passt hier noch eine daneben? Nein. Das sind genau 6 Festungen, 6, 1, 2, 3, 4, 5, genau, immer 6 Fabriken. Gut zu wissen. Ja, dann würde ich sagen, Krieg oder so, wa? Ja. Ja. Fangen vielleicht hier an, oder?
Sehr gut, sehr gut. Das müssen wir dann auch noch ein bisschen aufsplitten. Das schicken wir die einfach hier rüber vielleicht. Die können sich jetzt alle hier niederlassen. Okay, ich hab sofort einfach mit. Okay, Krieg. Jetzt auch schon wieder gut aus. Da hoch mit euch. Ja, das ist doch mal ein bisschen was Schnelleres, Schöneres hier. So, jetzt lassen wir ein paar Leute hier, wie immer. Der Rest geht mit hier hoch. Die Perser könnten wir auch alle zu Soldaten machen. Werden wir auch tun. Forschen brauchen wir auch nichts mehr. So. Einen wollten wir mit aufs Schiff schicken, einfach so. Direkt mit Krieg erklären, nicht, dass wir irgendwo jemanden stehen lassen. Okay. Okay, das halten sie sogar. Hier aber auf keinen Fall. Hier werden sie auch noch ein bisschen sich aufbäumen, aber wahrscheinlich ohne großen Erfolgsaussichten. Hier versuchen sie es auch, aber tada, die Kavallerie kommt. Sehr cool. Oh, hi. Nein. Das wird jetzt ausgefochten. Das wird jetzt ausgefochten, Freunde. Und das Geld ist immer noch nicht annähernd aufgebraucht. Neue Soldaten produzieren, weil das Dorf sonst eh überläuft.
Wie sehen so die Leute aus bei den einzelnen Anführern? Ganz okay. Tja, das ist relativ schnell gegessen hier. Du kannst noch mitkämpfen. Einer noch mit rein, der Rest kämpft sofort mit. Wir haben auch nochmal ein Maya-Dorf, das neue dazugekommen. Okay. Die wollen uns da ein bisschen wissen. Ist ja auch schon ganz gut dabei wieder. Hier auch. Schon wieder gelb. Gut, wie gesagt, sollte bald gegessen sein. Hier würde die Katapulte nachschicken. Die können wir jetzt eigentlich schon zum nächsten schicken. Jetzt mal hier hin. Du mit. Naja, sieht doch ganz gut aus jetzt. Okay, das werden sie jetzt vielleicht noch versuchen zu nehmen, aber... Alle, die uns jetzt joinen, die dürfen. Alle, die uns jetzt beitreten, die dürfen sich freuen, dürfen gleich im Kampf teilnehmen. Hä? Kann man ein paar Katapulte da lassen und der Rest, wie gesagt, fröhlich weitermarschieren. Gut, wo können wir denn jetzt wieder Leute nutzen? Also hier vielleicht, ne? Gehen wir mit dir runter. Ja, ich zum Beispiel. Sind wieder Leute gestorben. Die Erdbeben sind schon echt nervig. Kann man sagen, was man will. Ah, hier ist schon wieder Ruhe. Hier ist der König. Cool. Ja, ihr bleibt einfach hier stehen und wartet ab. Guckt, was so passiert. Unten haben wir auch gewonnen. Schön, schön. Ja. Die rebellieren jetzt bei dem roten Kollegen. Kann ihn verübeln. Ja, jetzt langsam dürften ihm aber die Anführer ausgehen. Das würde ich sagen. Also vereinzelte Dörfer sind jetzt beigetreten. Ist mir egal. Vielleicht vertragt euch jetzt ein bisschen besser. Nein? Ist mir auch egal. Ein paar bleiben hier und der Rest
kümmert sich um dieser Festung da vielleicht. Okay. Was ist dein Problem? Cool. Dann ist das doch schon fast gegessen. Ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Wie oft ist das jetzt schon passiert in den letzten Missionen? Ich sag's euch, gar nicht mehr richtig. Gibt es noch ein paar, aber ansonsten, das ist eigentlich die letzte Festung sein. Ja. Jawohl. Hat das denn jetzt sogar unsere Dörfer? Gut. Auch okay. Wo ist der König? Wie immer die große Frage. Oh, ich glaube, wir haben die Antwort gefunden. Ja. König will unbedingt dort noch was bauen. Einfach so. Möchte ihm jetzt mal nicht das Geld geben. Wir sind so gut in der Zeit. Können wir auch den Gegner einfach so altmodisch vernichten. Ja. Altmodisch einfach immer gucken, wo der König dann, aus welchem Dorf der König kommt und dann. Ja! Bam! Easy! 38 Minuten, ich gehe kaputt. Und das bei Missionen, was war das? 31 schon? Da haben sie aber die Reihenfolge irgendwie. Oder wir sind einfach super gut. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, einfach eine super Ausgangslage. Wir hatten ein 60er Dorf direkt und die Möglichkeit auf einer Insel mit Minen und so weiter gut Geld zu verdienen und parallel dort die Einheimischen für uns arbeiten zu lassen, halt, dass sie uns dann beitreten. Wenn wir ihnen Geld bezahlen, dann freuen die sich und treten uns bei. Und parallel hatten wir noch zwei Wikinger-Dörfer, auch nahezu an die 60 Leute, die uns natürlich, wenn wir den König dahin stellen, sich denken, oh cool, du bist ein cooler Wikinger-König, wir kommen einfach ohne sonstige Anforderungen einfach in dein Königreich. Und das zusammen hat es dann einfach gemacht, ja. Da hat man dann jede Menge Geld. Müsste man auch an. Ja, guckt euch den Wirtschaftswertung an. Economic Score von 500, ja. Wahnsinn. Und hat natürlich dann auch richtig große Bevölkerung. Also, das war fix. Das hat mir gefallen. Hoffentlich gibt es nochmal so eine Mission, aber wahrscheinlich werden die Missionen doch jetzt alle wieder so über eine Stunde dauern. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder eine schnellere Mission zu sehen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch ein Like da oder schreibt mal einen Kommentar. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao!